natürlich wäre am interessantesten, wenn dieser Mensch den Kniefall begehen würde, dort vor Ort, vor dem Mahnmal, sich entschuldigen würde für das, ehrlich, aufrichtig entschuldigen würde für das, was er gesagt hat. Warum habt ihr eigentlich ein Holocaust-Mahnmal direkt vor der Haustür von Björn Höcke gebaut? Ja, selbstverständlich wegen seiner Aussage in der Dresdner Rede Anfang des Jahres. Da hat er das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas vor echt so einer brüllenden, gröhlenden Menschenmasse als Mahnmal der Schande, Denkmal der Schande tituliert. Und da haben wir uns gedacht, dieses Denkmal soll er doch öfters sehen und haben es ihm somit direkt vor die Haustür gebaut. Wie hat denn Björn Höcke selbst darauf reagiert? Direkt reagiert hat er bis jetzt noch nicht. Er geht sehr viel über pöbelnde AfD-Freunde. Gestern Morgen bei der Enthüllung vom Denkmal stand er am Fenster, haben wir zugesehen, also hat er uns zugesehen. Man muss sich das so vorstellen, das Haus liegt so ein bisschen auf einer Anhöhe. Man hat also einen direkten Blick auf das Mahnmal. Und gestern Nachmittag standen dort eben dann auf seinem Grundstück pöbelnde, wahrscheinlich Nazis, einer hatte eine AfD-Jacke an und riefen runter, skandierten Höcke und riefen Sprüche gegen das Zentrum für politische Schönheit. Also das war sozusagen seine Reaktion, diese Leute auf sein Grundstück zu lassen. Welche Reaktion wünscht ihr euch denn von Höcke? Wir werden jetzt mal sehen, was er macht. Also natürlich wäre am interessantesten, wenn dieser Mensch den Kniefall begehen würde, dort vor Ort, vor dem Mahnmal, sich entschuldigen würde für das, ehrlich, aufrichtig entschuldigen würde für das, was er gesagt hat und dass er anerkennen würde, dass eigentlich der Stolz Deutschlands damit beginnt, dass nach 1945 wir angefangen haben, uns unserer Schuld zu widmen und ja, die Aufarbeitung zu beginnen von unseren Straftaten, die wir begangen haben im Zweiten Weltkrieg. Und das wäre eine wünschenswerte Aktion, das wäre ein wünschenswertes Zurückrudern. Gestern gab es ja gewalttätige Auseinandersetzungen. Du hast das eben schon kurz angesprochen. Die Lage drohte kurzzeitig zu eskalieren. Kannst du bitte kurz schildern, was passiert ist? Ich war persönlich nicht vor Ort, aber was wir von unseren Leuten mitgekriegt haben oder dann später auch in den Medien gesehen haben, war, dass diese pöbelnden Menschen, dieser braune Mob, auf unser Grundstück eingedrungen ist. Meine Kollegen versucht haben, sie davon abzuhalten. Sie dann weder die Journalisten noch meine Kollegen selber auf ihr eigenes Grundstück wiedergelassen haben, dass sie geschubst haben, getreten haben. Und die Polizei recht milde mit ihnen umgegangen ist. Erstmal sind sie sehr spät erst gekommen und dann hat der Schutz von unserem eigenen Eigentum sozusagen von uns als Mietern nicht stattgefunden, wie er hätte stattfinden sollen. Dann gab es ja noch eine weitere Geschichte, und zwar wurde euer YouTube-Kanal ja gesperrt, war zeitweise gar nicht mehr zu erreichen. Wie kam es Ja. dazu und was hat YouTube zu der Begründung gesagt? YouTube hat sich bis jetzt noch gar nicht wirklich gemeldet. Das Einzige, was sie gesagt haben, war sozusagen, ja, der Kanal ist Spam. Wir gehen davon aus, dass wahrscheinlich über die Aktion sie sehr, sehr viele Gegner nicht gut gefunden haben und sich dann bei YouTube gemeldet haben und YouTube dann, ohne das nochmal nachzuprüfen, einfach den kompletten Kanal vom Netz genommen hat, was ein absolutes Unding ist. Und wir haben es dann aber im Laufe des Tages geschafft, wirklich mit einem Mitarbeiter von YouTube auch zu sprechen und den Kanal wieder online zu stellen. Seht ihr das als Eingriff in die Meinungs- und Pressefreiheit oder wirklich eher als einen technischen Fehler? Nee, also das ist absolut ein Eingriff in die Meinungsfreiheit, selbstverständlich. Also es wäre in Ordnung gewesen, vielleicht einen Livestream kurzfristig vom Netz zu nehmen, eben einen Teil davon und den rechtlich zu prüfen, aber einen ganzen Kanal einer Künstlergruppe ungeprüft vom Netz zu nehmen, ist ein absolutes Unding und vor allem in der heutigen Zeit, wo YouTube natürlich eines der Leitmedien ist. Die meisten jungen Menschen informieren sich viel über YouTube, sind viel auf YouTube. Das ist ein Hauptoutput von uns. Das stellen Sie sich vor, als ZDF würde einfach so vom Kanal genommen werden für ein paar Stunden. Jetzt habt ihr ja eure Kunstaktion noch ausgeweitet. Ihr habt noch den zivilgesellschaftlichen Verfassungsschutz gegründet und beobachtet schon seit langer Zeit, beschattet fast Höcke und seine Familie. Warum habt ihr das noch der Aktion hinzugefügt? Uns war dieses
bewachen von Menschen, die sich außerhalb der Verfassung bewegen, also dem Herrn Höcke, der in der Dresdner Rede das sozusagen das Mahnmal der Schande genannt hat, war uns es absolut wichtig, eine wache Zivilgesellschaft wieder zu fordern. Ich glaube, dass vor allem auch durch den Terror der NSU und das Versagen des Staates in der Überwachung von Neonazis in einem so großen Ausmaß, es uns dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, sowas kann und darf nicht nochmal stattfinden. Und wir wollten einfach näher wissen, was treibt dieser Mensch so in seiner Freizeit? Wie gefährlich ist er? Und vor allem auch im Hinblick darin, dass er vielleicht der AfD-Vorsitzende werden könnte oder in den Bundestag einzieht, wenn Neuwahlen stattfinden, dass wir dann einfach ihn besser bewachen. Jetzt wird diese Aktion, die Bewachungs- oder Beschattungsaktion, relativ stark kritisiert. Es wird kritisiert als Eingriff in die Privatsphäre, auch weil die Familie mit beobachtet wird. Also hier wird ja nicht nur Höcke beobachtet. Wie sehr habt ihr eurer Kunstaktion, ich glaube, für die es sehr viel Verständnis gab, geschadet mit eurer Beschattungsaktion? Also ich glaube, was momentan passiert, ist eine absolute Verleumdungskampagne von der AfD. Die AfD behauptet eben auch... Nicht nur von der AfD, es gab ja auch CDU-Politiker. Ja, in erster Linie war es ja in der Pressekonferenz der AfD ein AfD-Politiker, der sozusagen diese Falschmeldungen darüber verbreitet hat, dass wir Bilder von der Familie veröffentlichen würden. Das haben wir nicht getan, das würden wir nie tun. Das ist für uns eine reine Aktion, die sich mit dem Herrn Höcke auseinandersetzt, mit einem Menschen, der klar sich ideologisch gegen unsere Grundgesetze wendet. Und deswegen ist es für uns sehr wichtig, ihn im Auge zu behalten. Seine Familie haben wir selbstverständlich von Anfang bis Ende da immer rausgehalten, sofern man das kann. Ja, die Kinder werden sicherlich auch über seine Rede über das Holocaust-Mahnmal in Dresden aus den Medien erfahren haben. Das heißt, er ist ein Mensch, der in den Medien ist. Er macht Facebook-Beiträge aus seinem Garten raus. Er lädt Politiker in sein Haus, in sein Bullabü ein, wie das die NZZ nannte. Also er ist durchaus jemand, der sein Privatleben auch öffentlich zur Schau stellt, obwohl er eine rechte Ideologie fährt. Er hat dafür keine Sorge. Und deswegen sind wir ihn als Person angegangen. Es ist uns selbstverständlich absolut wichtig, dass die Familie komplett rausgehalten wird.